Moin moin Leute, ich bin Lekubus Brain oder ein Fotogadik und begrüße gerade dich zu einem neuen Part von Luigi's Mansion 2 HD für die Nintendo Switch. Wir sind stehen geblieben bei dem Level B3 und dürfen uns heute tiefer in den Friedhof begeben. Dementsprechend, es wird mit Sicherheit sehr gruselig. Also Leute, holt euer Popcorn. Oh, und wir werden direkt begrüßt von so einer Pflanze. Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, gut, ich nehme an, wir dürfen mir erstmal für ein bisschen Wasser sorgen. Okay. Damit wir auch so ein kleines Geschoss bekommen und gegen die Pflanze ankommen zu können. Sehr gut. Und hier hinten war, glaube ich, aber auch einer, ne? Wow. So schnell verliert man Leben, ha? Huh? Cool. Mal wegschießen. Wow. Super. Da muss ich aber sowieso sagen, ich finde, man verliert in diesem Leben so schnell so viel Leben. Ich meine, wir sind jetzt schon bei 85. Ein bisschen verrückt. Naja, wenigstens ist jetzt sind die Ranken weg. Und vielleicht können wir uns hier noch ein bisschen weiter umgucken und finden irgendwie Herzen, die wir zurückkriegen. Das wäre zumindest ganz nett. Ich bezweifle es zwar auch fast, aber naja. Klopfen wir hier einmal gegen. Oh! Ihr habt übrigens auch in die Kommentare geschrieben, dass man die blitzen muss und nicht einsaugen muss. Gut zu wissen. Danke sehr dafür. So. Und jetzt dürfen wir auch endlich diese ganzen Flügelchen, die wir gesammelt haben, einsetzen in die Tür. Nein. Nein. Die ziehen jetzt nicht noch den letzten weg und den müssen wir... Nein. No. Okay. Ach Gott, sind das viele. Fangen wir mit ihm erstmal an. Okay. Müssen uns ja hier auch gut umgucken. Haben wir beide bekommen? Ja, sehr schön. Eingesaugt. Okay. Und dich noch. Herkommen. Einsaugen. Herz bekommen. Freu dich nicht zu lange. Nimm das Herz an. Ja, schön. So. Die wollen wir da jetzt erstmal reinzimmern, nicht wahr? Also. I do it. Einer nach dem anderen. Klunk. Mhm. Junge, wie viel kann der tragen? Bung, 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 bung. Das sieht doch sehr gut aus. Immer festzurren. Mhm. Wonderful. Dann rein hier. Okay. Uiuiui. Ui, ui. Na, Hallöchen. So sieht also das Innere von dem Baum aus. Sieht ja aus wie der Deku-Baum. Okay. Oh Gott. Moin. Sorgen wir dich direkt mal ein. Bevor du uns irgendwie Schaden zufügen kannst. Ach, guck mal. Selbst die normalen Vögel kann man so wegknipsen. Vielleicht sollte man sich das dann ja doch merken. Bleib bei der rechten Spur. Rechts die Treppe hoch. Hier gehe ich jetzt links hoch. Nee, das ist mir zu viel rechts hochgegangen. Man muss auch mal links hochgehen. Gut. Das dürfen wir anzünden. Oh, reicht das? Ja, nicht ganz. Dass wir das auch nicht irgendwie höher halten können oder so. Komm schon. An irgendein Feuerchen muss ich kommen. Vielleicht das an dieser Seite eher? Ja! Hauptsache, es brennt. Okay. Finde den Gang zur Baumkrone. Ja, da. Okay. Ein Schlüssel. Schreck, lass nach. Wo kommt denn plötzlich dieses finstere Tor her? Und dabei ist dies der einzige Weg hinauf zur Baumspitze.
Warte, lass mich rasch etwas nachschauen. Aha, ich habe etwas in den Aufzeichnungen zu den Efeutürmen gefunden. Das Tor lässt sich mit einem besonderen Schlüssel aus dem Mausoleum öffnen. Ich hoffe, du hast keine Angst vor Friedhöfen, Luigi. Alleine im fallenden Mondlicht. Da sind sicherlich keine Geister unterwegs. Nein, nein. Wir wissen alle, dass da eine Menge Geister unterwegs sind. Naja, geh mal nach unten, ha? Oh Gott. Oh Gott, der Vertigo-Effekt von Jaws. Oh Gott, drück bloß den Saugerknopf an deinem Sauger. Oh, oh. It worked. Bumm. Das hat doch ganz gut geklappt. Vor uns liegt jetzt auch direkt hier so ein Gespensterei, so ein Spinnenei. Einmal umgedreht, damit wir das hier auch anzünden können. Schön. Top. Und mit 100 Lebenspunkten geht es weiter hinein. Richtung Mausoleum. Dun, 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 dun. Hui. Kurz Blitzdingsen. Was haben wir hier noch? Oh, hier dürfen wir auch dran ziehen. Hauptsache Erdbeben verursachen. Rums. Hallo? Uiho. Und aus dem Raben kommen wir hinaus. Alter Friedhof. Ich wollte gerade sagen, wenn ich den nicht getroffen habe, dann weiß ich aber auch nicht. Warum ist das Ding hier so am Wackeln? Also man sieht auf jeden Fall da oben ein... Hallo? Wo ist der denn gerade hingeflogen? Ah, hier. Gottes Willen. Ein Juwel. Das nehmen wir natürlich mit. Geld sammeln wir auch ein. Weil ich habe gar keine Lust, dass die Raben irgendwie gleich dafür sorgen, dass wir Schaden kriegen. Deswegen will ich die am liebsten direkt ausmerzen. Und gehen wir hier hinten ins Mausoleum. Hallo? Okay. Wir dürfen eine Wand erstmal demolieren. Rumpf! Ein Toad? Und ein Hundeknochen. Nehme ich gerne. Einfach ein kleiner Toad. Hurra, ich bin frei! Luigi, Nanu, was in aller Welt machst du denn hier? Ah, ist ja auch egal, du bist mein Held! Einmal auf die Platte gehauen. Okay. Keine Sorge, das ist ein Telefon, Toad, keine Angst. Keine Spur von dem Torschlüssel. Ach, das ist doch zum... Was bitte, wie? Moment, ist das etwa einer meiner Toad-Assistenten? Heilige Pilzpünktchen, wie ist der denn in jedem Geistergemälde gelandet? Ich hatte ihn vor kurzem zur Erkundung der Efeutürme ausgesandt. Wir sollten ihn schnell zum Unterschlupf schaffen. Vielleicht weiß er ja sogar etwas über den Schlüssel, den wir suchen. Leider kann ich euch nicht beide mit dem Voxelporter befördern. Grübel. Ich weiß, bring ihn zum alten Labor des Gärtners. Dort ist eine Voxelstation. Es ist nicht ganz das neueste Modell, doch zur Not reicht's allemal. Okay. Okay. Alle Fledermäuse weg. Wir dürfen rausgehen. Come on. Okay. Ich weiß, dass es unten rechts, glaube ich, hier... Grundhilda! Von Banjo-Kazooie. Ich weiß nicht, wer du bist. Ja, Toad, renn, renn. Oh Gott. Und wer bist du? Okay. Und ihr habt alle einen Spiegel, ha? Huh? Oh. Oh oh. Okay. Hat die mir gerade direkt eine übere Birne gezogen?
Also, wie kann ich denn ausweichen? Ja, war klar, dass die uns da treffen. Und die ziehen jeweils 20 ab? Naja, gut, dass man hier Herzen kriegt. Also, droppen die immer? Die droppen auch nicht immer Herzen. Perfekt. Und jetzt noch die große, genau. Damit wir allen schön gleichzeitig Schaden machen, hä? Und wenn man der zu doll hinterherfliegt, dann kriegt man auch Schaden. Bitte, also, Moment mal kurz. Und ihr wollt mir gerade sagen, dass dieser Bossfight hier fair ist. Okay, gut, man kriegt aber gut Herzen, wenn man wenig Herzen hat. Also wenigstens das. Also man muss sich wirklich gut um die Krähen kümmern, weil die einem die ganze Zeit Lebenspunkte geben. Den natürlich jetzt die ganze Zeit zu bekommen, ist ein bisschen schwierig. Weil hier hat man am wenigsten Möglichkeit, was zu reißen. Okay, man bekommt eine Menge Herzen. Gut, das ist fair. Das ist fair. Ich wollte schon sagen, dass der Fight komplett unfair ist. Aber, muss ich revidieren? Ist nicht so. Man bekommt wirklich, wenn man um die 50 Lebenspunkte hat, bekommt man immer Herzen hinterhergeschossen. That's something. Achtung. War klar, dass er uns da nochmal erwischt. Aber die haben jetzt alle sehr, sehr wenig Lebenspunkte. Sehr schön. Einmal mitfahren. Und das reicht schon. Ach, und die droppt dann auch nochmal Lebenspunkte. Ja, das ist doch ganz nett. Okay. Toad rastet komplett aus. Selbst die große konnten wir schon einsaugen. Ja, guck mal, jetzt ist es nur noch die kleine. So, und da stört uns jetzt auch keiner, wenn wir hier weiter die einsaugen. Und wir haben's geschafft. Yes! Heiliger Rüschenhut, das waren die drei schönen Schwestern. Luigi, du bist soeben echter Kaisprominenz begegnet. Sagenhaft. Das Paraskop ist für eine Sekunde sogar völlig übergeschnappt. Die drei Schwestern sind für gewöhnlich überaus liebenswürdig. Es ist bestürzend, sie so außer sich zu sehen. Jedenfalls gut gemacht. Danke. Toad. 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 Nervt nicht. Ich nehme ihn jetzt einfach mit. Eingesaugt. Den alten Toad. Wir hatten ja glücklicherweise sogar gerade ein, ein goldenen Knochen dabei. Okay, ich glaube, hier müssen wir uns einfach draufstellen, nicht wahr? Aber dafür brauchen wir den Toad. Toad, komm her. Ach, hör doch auf zu heulen, Mensch. Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt haben wir auch noch so eine halbe Escort-Mission am Laufen. So, Toad, wir gehen nach unten. Top. Oh-oh. Runtergepurzelt. Jaho. So, der Voxelporter. Ich kann sagen, das ist ja wohl hier eine Fake-Wand. Ist das denn? Ui! Eine Menge Geld ist das. Wo bin ich jetzt denn?
Und vor der letzten Münze. Wie der letzte Trottel. Ist das so ein Minigame? Kann ich das nochmal machen? Und man kann es nur einmal machen. Sowas finde ich ja ehrlich gesagt immer ziemlich schlecht gemacht. Wenn sowas so ein darauf beruht, dass man es wirklich nur einmal schaffen kann. Sowas finde ich immer sehr, sehr schlecht gemacht. Warum können wir hier einfach durchlaufen? Sehr schlecht gemacht. Naja. Gehen wir weiter zum Voxelporter. Toad, mitkommen. Was für... Oh-oh. Jetzt will der noch nicht mal mehr ins Wasser gehen. Guck mal, ich dipp dich einfach ins Wasser. Guck mal, ich baptize dich. Du bist quasi gerade am Schwimmen. Büdel. So. Wir haben es geschafft. Einmal X drücken. Angemacht den Voxelporter. Rein da. Aber von dem Voxelporter hat er keine Angst? Das Ding gibt doch auch alles. Naja. Gut, wir haben es geschafft. Ganz vortrefflich, mein Lieber. Siehst du, es war doch gar nicht so schlimm auf dem Friedhof. Du hast die drei schönen Schwestern gefangen und den Toad gerettet. Der kleine Wonneproppen ist gerade hier gelandet. Jetzt bist du dran. Alright. Durch da. Nice. Okay. Und so düsen wir uns einmal nochmal zurück in den Unterschlupf, damit wir dann in Level B4 schon können. Und das müsste dann ja, wenn es sich so aufbaut wie die Gruselvilla, schon das vorletzte Level von dieser Welt hier sein. Ich bin sehr gespannt, was bei den Efeutüren hier noch auf uns wartet. Gut gemacht, Luigi. Ich wünschte nur, wir hätten den Schlüssel im Mausoleum gefunden. Aber ganz umsonst war dein Einsatz ja nicht. Schau mal, was du mitgebracht hast. Na, einiges. Alleine drei Schwestern, hör mal. Neues Juwel gefunden. Neuen Geist. Und eine Menge Reichtümer konnten wir auch einsammeln. Richtig gut. Wir müssen die Schwestern zu ihrer Sicherheit leider vorerst im Speicher bewahren. Aber sobald der Finstermond wieder strahlt, laden sie mich sicher zu einem Tee ein. Was? Habe ich was Falsches gesagt? Uff, der arme Toad tut mir wirklich leid. Er war gewiss sehr eng in dem Gemälde. Er weiß anscheinend nicht mehr, was ihm widerfahren ist. Bei seinem großen Kopf sollte man doch meinen, dass er sich Sachen leicht merken kann. Jedenfalls war seine Rettung keineswegs bloß verlorene Liebesmühe. Er hat nämlich eine besondere 3D-Aufnahme meines speziellen Sicherheitssystems mitgebracht. Ich brauche nur ein paar Minuten, um sie zu dekodieren. Sicherheitssystem, ha? B4. Poolparty. Unser pilzköpfiger Freund aus dem Mausoleum hat uns eine Aufnahme meines 3D-Sicherheitssystems mitgebracht. Werfen wir mal einen Blick darauf. Oder hinein. Na dann, Luigi, ich habe die Aufnahme, die unser Toad dabei hatte, dekodiert. Schauen wir uns die Sache mal an. Eine Poolparty. Mhm. Oh. Da ist der Schlüssel. Nanu. Da, dieser Schlüssel, der ähnelt doch frappierend unserem Baumtor, oder? Und es scheint, als würde der Buhu ihm jenem violetten Geist übergeben. Wir müssen diese Szene gründlich nach Hinweisen absuchen. Mithilfe der Bewegungssteuerung kannst du dich umsehen oder, beziehungsweise, wichtig ist, dass du das Bild ganz genau inspizierst. Dann findest du bestimmt etwas, was dir weiterhilft. Okay, also wir haben auf jeden Fall das. Das Dachschwimmbad ist wohl der Treffpunkt der Buhus. Ein Sammelbecken sozusagen. Buhus werden stärker, wenn sich mehrere von ihnen zusammenschließen. Kurios, diese Geistergattung ist mir bisher noch nicht untergekommen. Die kleinen Racker sind ganz außer Rand und Band. Ob die Buhus daran schuld sind? Und ist das hier Mario? Was tragen die Buhus denn da durch die Gegend? Sehr verdächtig. Ja, welchen Hinweis hätten wir noch? Ich glaube tatsächlich, das war's. Der Schlüssel in der Aufnahme, das ist sicher der besondere Schlüssel, den wir suchen. Und damit können wir ganz bestimmt das Tor im hohlen Baum öffnen. Die Geister haben den Schlüssel versteckt, sie wollen uns wohl nicht durch dieses Tor lassen. Damit bleibt uns das Finstermondstück fürs Erste verwehrt. Ach, ganz schön schlau, diese kleinen Schelme.
Doch mit meinem Wachengeist haben diese losen Laken nicht gerechnet. Losen Laken. Voilà, die 3D-Aufnahme zeigte eindeutig das Dachschwimmbad. Dort musste der Schlüssel sein. Finde einen Weg dorthin und schnapp ihn dir. Ans Werk. Okay. Das bedeutet... Es ist auch einfach... Ihr müsst euch vorstellen, das sind hier so zwei große Türme, wo irgendwer leben könnte und er hat ein Dachschwimmbad. Wie crazy. Okay. Uh-oh. Oh, diesmal warten tatsächlich niemand hier vom Gitter auf uns. Wir dürfen einfach reingehen. Aber dafür wartet ihr hier. Das ist ja umso schöner. Hallo! Beißt der hier direkt zu, sag mal. Hackt's? War es nicht so, dass ich euch blende, dass ihr nicht zubeißt? Okay, hier kommen wir einfach nicht durch. Ja, perfekt. Schnell nach links. Ohne, dass wir hier noch gefressen werden. Gott, oh Gott. Was bist du? Da gehe ich auch nicht durch. Warum ist hier alles so angsteinflößend? Okay. Wenn wir ein Eimerchen haben. Ja, hi! Zip. Ausgezogen. Können wir den Eimer hier befüllen? Also. Es würde Sinn ergeben. Sagen wir es so. Drehen wir hier einmal dran. Das Wasser soll frohlockend hier reingießen. Dann können wir das hier nämlich auch... Oh, wir kommen hier mit... Okay. Ja, das ist natürlich auch ein Weg und der ist sehr viel schneller als rechts den ganzen Weg rum und dann da vorbeilaufen. Oh Gott, warum denn eine Puppe? Okay, die Puppe guckt uns jetzt auf jeden Fall an. In dem Gelben. Aha. Und dich saugen wir direkt ein. Oh, da kommt noch ein anderer raus. Okay. Hinter uns einer, müssen wir ein bisschen aufpassen. Moment mal. Machen wir beide zusammen. Mir jetzt zu heiß gewesen, den... Oh! Oh. Komm schon. Und dich saugen wir auch ein. Okay. Kein Spuk mehr in dem Zimmer. Hier nochmal einmal gucken. Okay. Hallo? Alles ruhig einmal öffnen. Überall könnten hier die ganze Zeit irgendwelche Hundeknochen sein. Und diese Hundeknochen sind wirklich eine Kleinigkeit, die liebe ich. Weil die Hundeknochen sind dafür da, wenn man mal keine Lebenspunkte mehr hat, dann bekommt man damit quasi nochmal eine Chance. Und bekommt davon dann Lebenspunkte. Sowas wie ein extra Leben, bevor sich das Spiel nochmal, die Mission nochmal neu startet. Damn! Cool! Weil da muss man auch sagen, das ist eine Kleinigkeit, die finde ich tatsächlich bei dem Spiel sehr, sehr schwierig und sehr krass. Denn, selbst wenn man hier Juwelen sammelt und alles, und wenn man bei einer Mission draufgehen sollte, gibt es keine Checkpoints. Man muss die komplette Mission nochmal machen. Und die ganzen Sachen, die man gesammelt hat, die sind dann weg.
Die sind dann legitim weg und man muss alles nochmal sammeln. Der haut die einfach mit dem Kissen. Und tut dann, als ob er schläft. Und als ob das der andere war. Nein. Ich glaub's nicht. Und der schläft dann einfach weiter. Okay. Krieg nochmal Herzen mit. Okay. Ja, hier wird ja wohl eine Tür sein oder irgendwas. Oder? Obwohl das Licht hier leuchtet. Wir haben hier natürlich auch wieder einen guten alten Ventilator. Den vergesse ich häufig. Dass man den drehen kann. Steh doch auf und hol die Taschenlampe raus. Warum brauchst du denn Jahre? Naja, den ersten haben wir schon mal. Jetzt alle hier einfach unter der Decke sind, ist natürlich einfach. Okay, nicht mehr ganz so einfach. Wir haben momentan noch eine 50-50 Chance. Beim letzten wird es jetzt wirklich ein kleines Hutspiel. Okay, er ist ganz links drunter. Ganz rechts. Ja gut. Das war doch recht simpel. Und da haben wir den Schlüssel, um nach rechts zu kommen. Okay, haben wir hier noch was in den Ein Frosch. Der mir fast direkt ins Gesicht gehüpft wäre. Schlüssel rein. Verschwinden die Bus. Aber war der Zugang zu dem Pool nicht auch versperrt? Ist der jetzt plötzlich offen? Nee, ist er auch nicht. Ich kann hier reingucken, man sieht, dass er weiterhin den Türsteher spielt. Aber mehr sieht man hier halt auch nicht. Ich meine, das Einzige, was uns übrig bleibt, ist jetzt ja diesen Weg zu gehen, der offen ist. Weißt du nicht, was uns das hier bringen soll? Hiermit können wir hochfliegen. Okay. Oh! Wow! Das war nicht schlecht versteckt. Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay. So kommt man übrigens schnell runter. Ich wollte euch nur zeigen, wo natürlich auch mal wieder, was versteckt ist. Das ist ja immer der Grund, warum ich das zeige. Nicht, weil ich schlechter reinfalle. Nein, 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 nein. Daran liegt das nie. Was haben wir hier für einen goldenen Dings? Erstmal haben wir hier noch irgendwie eine Tür. Ich weiß aber noch nicht, ob die Tür vielleicht fake ist. Die Tür wird fake sein. Jetzt sagst du, ich soll hier dran vorbeifliegen? Wir haben es sogar geschafft. Und dafür bekommen wir eine Schatztruhe mit ganz viel Geld. Das ist ja klasse. Oh, das war cool. Ich weiß gar nicht, ob es das damals auch in der 3DS-Variante gab. Ich meine, ich erinnere mich an das Spiel fast gar nicht mehr. Das heißt, vieles ist verschwommen und könnte sein, dass es damals da auch da gewesen ist. Und ich nehme es fast an, weil das ist ja wirklich eigentlich nur eine HD-Auffrischung. So, hier müssen wir jetzt ein bisschen Angst haben, weil direkt hier hinter wartet ein Geist auf uns. Den konnten wir nur in den Spiegeln sehen.
Aber kein Problem für uns. Sorgen wir dir erstmal kurz die Sonnenbrille ab. Dann haben wir beide schon direkt geflasht. Mit einer Flashlight, sollte man dazu sagen. Wir haben die jetzt nicht geflasht. Luigi hat gerade nicht seine Kappe abgesetzt. Ein goldener Hundeknochen. Ja, geil. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Wer ist er denn? Witzig. Der sah lustig aus. Okay, und das wird uns dann wahrscheinlich, wenn wir uns ganz entspannt auf die Liege legen. Oh, jawoll. Einfach mal eine Runde chillen. Oh. Das bringt uns nach oben. Okay. Finde das Dachschwimmbad. Haben wir geschafft. Ist natürlich die Frage, gibt es hier irgendwas, was versteckt ist? Nö. Da hüpft man wirklich nur ins Wasser. Aber Moment mal. Wenn es doch ein Buu war. Es gibt ja mit Sicherheit 4 von diesen Speiern. Da ist schon der Schlüssel. Das ging mir ein bisschen zu schnell. Wir hören auch schon Buu. Oh oh. Der hat einen Körper gemacht. Flachkörper. Die neue Geisterart. Natürlich hat er den Schlüssel. Aber was macht ihn aus? Ist der einfach nur sehr schnell? Gibt auf jeden Fall mehrere. Das waren die, die einen erschrecken können. Das ist aber eigentlich viel geiler als andere Geister, die einem wirklich Schaden machen. Weil, klar, man wird dann aufgehalten beim Geisterfangen. Aber es ist viel besser, wenn man kein Leben verliert. Aber es unterbricht einen natürlich instant, wenn man die Geister einsaugen will. Aber eben ohne Schaden zu nehmen. Was sehr, sehr gut ist. Und da haben wir den Schlüssel. Doggo! Er ist so süß. Bad Doggy! Oh. Oh nö. Na super. Heiliger Hundekuchen, wo kam diese kleine Streuner denn her? Und was noch wichtiger ist, wo ist er hin? Ach, törichtes Tier. Luigi, ich hol dich schnell zurück, ja? Besser ist. Das heißt, wir dürfen auf Hundejagd gehen. Okay, darauf will er sich nicht freuen anscheinend. Eine Menge Geister gefangen. 3 Sterne! Wow, das hatten wir noch nie und wir haben auch noch nie seinen Siegestanz dazu gesehen. Große Klasse. Okay, damit düsen wir uns zurück mit dem Voxelporter in den Unterschlupf. Wow! Tja nun, unverhofft kommt oft. Wir müssen uns diesen Schlüssel unbedingt zurückbeschaffen. Doch mein Paraskop scheint den diebischen Winzling nicht orten zu können. Womit lockt man Geisterhunde nur an? Mit spektralen Hundekeksen? Lass mir mal deine Geister ins Gehege. Du hast sogar einen neuen gefangen, oder? So ist es. Einen neuen lilanen Geist. Oh nee, stimmt, 2 sogar. True. Und wir haben auch bald ein neues Extra. Es dauert nicht mehr lange. Gut, wo waren wir? Ach ja, richtig. Ich sollte ein paar Modifikationen an dem Paraskop vornehmen. So finden wir den kleinen Stromer ganz sicher. Etwas Geduld, Luigi. Es wird nicht lange dauern. Und das resultiert dann nämlich in Level
B5. Spitzreißaus. Ein kaltschnäuziger kleiner Hundegeist hat unseren schönen Schlüssel gemobst. Skandalös. Fang den kleinen Racker ein und nimm ihm das gute Stück ab. Aber wie es hier weitergeht, schauen wir uns beim nächsten Mal an. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder, wo wir den Streuner anschauen werden. Bis dahin, euer Brain. Tüdelü mit Ü. Brrr.